Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum Part 3. Letztes Mal bin ich hier stehen geblieben bei diesen zwei Typen. Mit diesem The Queen, wie der Lightning McQueen, genau. Ja. Okay, du Nervensieg. Letztes Mal waren wir unvorbereitet, aber diesmal machen wir Kleinholz aus dir. The Queen Fan. 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 Ich hab Hain gelesen und Fan vorgelesen. Ja, kann passieren. Ist ja auch egal. Ich hoffe, diese schwarzen Ränder da, die kleinen schwarzen Ränder stören nicht unbedingt. Ich meine im Original, also das ist ja das Original, aber halt ein bisschen aufgebessert, waren die Ränder ja noch größer. Verpflegst und zugenäht, schon wieder verloren. Also ich finde, es geht schon. Jetzt bin ich dran. Mich machst du nicht so einfach fertig wie Hain. Blöd. Sehr guter Name. Man muss halt erstmal auf die Idee kommen, sein Kind blöd zu nennen. Ja, da kann ich auf Weberer gehen. Das glaube ich sehr effektiv sogar. Yep. Oh, dunkle Aura. Genau. Achso, sie haben mich geschnappt, weil ich dieses Pokémon gesehen habe. Ich kann es in der dunkle Aura sehen. Diesem Pokémon muss etwas Schreckliches widerfahren sein. Nick, pass auf, dieses Pokémon greift auch Menschen an. Nick, hör zu, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen das Pokémon aus den Klauen dieser Schufte befreien. Bitte, du musst es einfach tun. Vielleicht bist du sogar der Einzige, der das kann. Und genau das war mein Problem. Ich habe die Pokémon nicht gefangen. Ich dachte einfach, dass das Besiegen bedeutet, ich habe befreie die. Aber so ist dem nicht. So, Pokéball benutzen auf Makuhita. Ach, ich hätte es erstmal schwächen sollen, oder? Naja, mit etwas Glück. Eins, zwei, drei. Yes. An dem Pokéball hat man auch gesehen, dass es noch ziemlich eckig aussah. Mir ist gerade der Fachbegriff nicht bekannt. War was, aber mein Pokémon. Mir ist gerade der Farbbegriff nicht bekannt. Ich glaube, es war irgendwas mit Haar. Aber ist ja auch egal jetzt. Ich werde es auf jeden Fall nach der Folge noch googeln. Ich kann es vielleicht dann in der nächsten erwähnen. Flix, du bist gut. Unglaublich, wie du mir mein Pokémon abgenommen hast. Hey, was zur Hölle soll das? Du kannst doch diesen Typen nicht auch noch bewundern. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben schon wieder verloren, Mann. The Queen wird uns bestimmt gehörig den Kopf waschen, wie er es nennen würde. Was wir tun sollen, im Augenblick gibt es nur eins zu tun, und zwar abhauen! Yep, auf jeden Fall. Weiter geht's, ich wurde kurz unterbrochen. Und außerdem habe ich dann gleich nachgeguckt, wie das Wort hieß. Das hieß Polygon. Yep, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe zwar gesagt, dass es etwas mit H ist, aber Polygon auf jeden Fall. Du hast es geschafft, Nil, du hast den Kerl und das Pokémon weggekrallt. Aber ich fürchte, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Lass sie uns alle aus den Händen dieser Widerlinge befreien. Das werde ich tun. So. Ja, jetzt ist der Typ dran. Aber ich glaube, es sind alle Ausgänge blockiert, oder? Jupp. Da gehe ich erstmal hier lang. Habe ich letztes Mal auch so gemacht. Tut mir leid, aber hier kann ich euch nicht durchlassen. Oder wirst du etwa behaupten, du könntest den Weg freikämpfen? Kjahaha, du glaubst, du kannst mich besiegen? Aber wer, du weinst hinterher. So. Eine Herausforderung von Mystery Soldat werde.
Ich glaube, Lurplatt hatte die dunkle Aura. Nee. Vielleicht kommt's noch. Ja doch, Lurplatt hatte die dunkle Aura. Ich gehe jetzt mal nur auf Slimer. Ja, 28, nice. Spoink. Kryptoschlag ist natürlich stark, sag ich mal. Ich hoffe mal, Loblad wird nicht besiegt davon, oder? Ja, noch lange nicht. Zack. Bis auf Spoink und hier mache ich mal einen Superball. Zack. 3 und drin, nice. Spoink wurde besiegt. Du bist stark, da kann man heilen und blöd wirklich keinen Vorwurf machen. Was ist denn mit dem Pokémon? Was habt ihr ihm da angetan? Nun, wir haben das Herz dieses Pokémon künstlich versiegelt und es ist in eine wahre Kampfmaschine verwandelt, das ist alles. Was? Das Herz des armen Pokémon ist künstlich versiegelt? Tja, und selbst dieses Wissen nützt euch nichts. Ihr könnt nichts daran ändern. Doch, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, die mir erzählt wurde, als ich noch klein war. Ein Pokémon mit versiegelten Herzen, die zusammen in den Kampf ziehen, dann öffnet sich Stück für Stück. Los, Nick. Die sind bestimmt unterwegs nach Pyritus. Schließlich habe ich in Pyritus zum ersten Mal eines dieser unheimlichen Pokémon gesehen. Kann man jetzt hier noch die restlichen besiegen? Ne, die sind alle weg. Aber ich glaube, die hatten sowieso alle die gleichen Pokémon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber erstmal gehe ich heilen. Yep. Und das war anscheinend der Vorreiter, sag ich mal, dass die Pokébälle da angezeigt werden. Das war ja erst der Pokémon Schwarz-Weiß so. Soweit ich Schwarz-Weiß, lol. Nein, okay. Ich guck mal, was bei den anderen Ausgängen ist. So. Okay, ist genauso. Jetzt muss ich zur Baustelle. Aber nur kurz vorbei. Aber die müssten ernsthaft so ein Spiel für die Switch rausbringen. Aber ich lasse mich überraschen, in einer halben Stunde ist die Pokémon Direct. Das hat lange gedauert. Ich frage mich, wie lange ich nicht mehr zu Hause war. Aber jetzt müssen wir nur noch die Baustelle erfüllen, dann ist alles fertig. Hey, ihr beiden, das hier ist eine Baustelle, betreten auf eigene Gefahr. Für Touristen gibt's hier nichts zu sehen, also verschwindet. Oioioi, Mann, ist das ja anstrengend. Aber es ist schon ein tolles Gefühl, so einen gigantischen Turm zu bauen. Kommt vorbei, wenn der Turm fertig ist. Auf der Spitze ist ein echtes Kolosseum, ihr werdet euch wundern. Juppie kann man noch nicht rein, soweit ich weiß. Genau. Aber jetzt kann ich ja noch eins weiter reisen. Nach Pyritus, schmutzige Stadt der Holunken und Tagediebe, angeblich auch Heimstadt unheimlicher Pokémon. Hier baut man einen gigantischen Turm, auf dessen Spitze einmal ein Kolosseum thronen soll. Oase der wasserblauen Quelle inmitten der unerbittlichen Wüste. Eine Tankstelle am Rand der weiten Wüste, die Reisenden Speis und Trank bietet. Die Musik ist schön entspannt. Hey, Pierrot, alter Kumpel, bleib locker. Ich hab's doch jetzt schon oft genug gesagt, ich weiß absolut gar nichts. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit, Kale. Du weißt genau, dass es nicht, das bringt, nicht anzulügen.
Ich will dich doch nie anlügen, Pirate. Mann, du klappst wieder, oder? Na gut, lassen wir es erstmal dabei. Bis zum nächsten Mal. Idiot. Was für ein Trottel. Als ob ich ausgerechnet dem irgendwas erzählen würde. Hier ist eine schöne Perspektive irgendwie. So. Was wollt ihr? Eure Visagen habe ich hier noch nie gesehen. Ihr seid auf der Durchreise, was? Ihr solltet besser schnell von hier verschwinden, wenn euch eure Gesundheit lieb ist. Willkommen in Pyridus, eine Stadt der Galgenflüge und des schnellen Geldes. Ihr seht mir aus wie Leute von außerhalb. Nehmt euch besser nackt. In diese Stadt lungert eine Menge übles Gesindel rum. Zuerst gehe ich mal zum Fortune Telling. Die Vorhersagen von Divina, dem Orakel von Pyridus, treffen wirklich immer ins Schwarze. Gerade hat sie mir eben verraten, wo meine Frau hinzog, nachdem sie mich verlassen hat. Oh, wie konnte sie nur. Glück, Zukunft, Verlorenes. Sei erst, was es sei. Antwort auf alle Fragen findet ihr bei Divina. Man nennt mich Divina. Bei mir findet ihr Rat, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Einerlei, welches Problem es auch sei, meine Wahrsagerei bringt die Lösung herbei. Hei. Okay. So, was gibt's hier drin? Genau, das ist das. Das ist das. Kommissarbüro. Au, autsch! Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber es ist ganz unglaublich. Auf der Straße redet man davon, dass Rowdies gesehen wurden, die seltsame Pokémon mit sich führten. Hm? Wie? Sie sind doch gar nicht der Kommissar, Verzeihung. Hier bin ich, Pirat. Und diese Geschichte ist schon längst ein alter Hut. Ha, ach da, Sie sind Herr Kommissar. So geht das aber nicht, hey. Mal kurz zwischenspeichern. Ich kann ja kurz meine Pokémon angucken. Pokémon. Makuhita und Loblatt. Ach, die sind auch im... Oh, Wundersaat. Ach, die können ich da so Kryptoschlag. Ich bin der Kommissar der Polizei von Pyridus. Mein Name ist Herkulet. Ihr seid Reisende, ja? Ja. So. Wie auch immer, ihr sollt die Stadt lieber schnell wieder verlassen. Die Stadt ist eine Stadt ohne Gesetz und Ordnung. Ich kann keinerlei Garantie für eure Sicherheit übernehmen. Das klingt doch sehr zuverlässig. Ihr Typen da hinten. Was? Ihr schon wieder? Ich bitte euch, verratet die Queen nicht, dass wir hier sind, bitte. Nach unserem letzten verbockten Auftrag können wir sowieso nicht zurück in die Gang. Also haben wir uns selbst angezeigt wegen Autostiebstahl und so. Wir haben uns gedacht, jetzt sind wir auf jeden Fall sicher. Gute Idee. Hier kommt bestimmt ich rein. Ach ne, hier kriege ich einen Schlüssel oder so. Okay, warum laggt das jetzt? Aber... Okay, der lässt auf jeden Fall nicht mit sich reden, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, hi. Ich hatte bestimmt die neuen Handlungen von der Queen. Los, verschwindet, ich habe sowieso kein Schutzgeld für euch. Ich will aber das Schutzgeld. Oh, fahrende Händler, wir haben schon alles. Versucht euer Glück woanders. Unser Pyritus war schon mal... Eine etwas raue Stadt, weil sich hier immer nur die Stärksten versammelt haben. Aber zumindest herrschen noch Recht und Ordnung, als Grant die Stadt kontrollierte. Was ist nur mit ihm los in letzter Zeit? Ich weiß nicht, wer das ist, aber keine Ahnung. Das Fortune Teller, wie war es schon? Was ist das? Ach so. Ich bin Grant, ich leite das Kolosseum dieser Stadt. Wenn du am Turnier teilnehmen willst, dann melde ich direkt in der Rezeption im Kolosseum. Ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt um euch zu kümmern. Ich habe zu tun. Ich schiebe hier Wache, ich darf niemanden vorbeilassen. Es ist doch gar nichts in dem Bücherregal. Es ist wahrscheinlich was in dem Bücherregal. Da ist ein Schalter. Es sieht ziemlich entspannt aus. So, hi. Die Großen reden nur und mir ist langweilig. Dabei würde ich viel lieber mit meinen Puppen spielen. Gerade deshalb bleibe. Wir müssen ja irgendwas unternehmen und zuerst in den Händen dieser. Huch. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wie seid ihr beiden denn hier reingekommen? Seltsam, mein kleiner Bruder sollte doch eigentlich wach halten.
Hat super geklappt. Seid ihr Freunde von Papa? Ich bin Leila, freut mich euch kennenzulernen. Aber jetzt haben wir gerade keine Zeit für euch. Wir besprechen gerade sehr wichtige Dinge. Kommt doch einfach später einmal vorbei. Wie lange wirst du die Stadt noch diesem The Queen überlassen? Er und seine Leute benutzen dich und das Kolosseum. Was ist los mit dir? Hast du dir deine Seele verkauft? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der Mann, der eben rauswandert, heißt Slam. Er ist eigentlich ein ziemlich guter Freund von Grant. Aber irgendwie sah er gerade echt wütend aus, hab richtig Angst bekommen. So, so. Ich gehe noch hier rein. Ach, das ist der Shop. Naja, vielleicht gibt es hier was Wichtiges. Trank, Paraheiler. Es gibt so viel, was ich mir wünsche, aber das, was das alles kosten würde. Na egal, ich habe sowieso keine Pokémon. Ja. Hey, Jungschen, hast du Lust auf 10 Trank für 10 Pokéball-Dollar? Jupp. Haha, reingefallen, als ob es dein Angebot tatsächlich gäbe. Jupp. Der hat mich wohl reingelegt. Nein, ich hab das ja schon bis hierhin aufgenommen. Aber das müssten jetzt 15 Minuten sein, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, ich habe eine kurze Pause gemacht. Beziehungsweise wurde unterbrochen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.